Grüß Gott miteinander. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind, hier im Theater und auch daheim im Fernsehen sozusagen. Rückspiegel 2012. Wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend. Und auch noch in diesem erlesenen Hause. Die Komödie Fürth ist ja eine Hochburg des deutschen Humors. Nicht zu sagen, ein Highlight auch für Bayern. Und vor allem, was mich ja sehr wieder freut, sehr international. Die Gäste zum Teil bis aus Niederbayern, wenn ich da in die Gesichter schaue. Ja. Wobei, ich habe da vorne mit Leuten da draußen gesprochen, die haben gesagt, Sie, wir sind extra für Sie heute nach Fürth gefahren. Wir kannten diese Stadt gar nicht. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Ich habe gesagt, ja, wo sind Sie her? Ja, aus Nürnberg. Und da habe ich schon gewusst, das sind da die richtigen Leute. Ja? Ich meine, nicht nur dieses Theater steht ja für hohes Niveau in Sachen Humor, sondern Fürth allgemein, speziell seitdem auch Fürth in der ersten Fußball-Bundesliga mitspielt, ist ja da jeden Samstag für sehr viel Heiterkeit gesorgt. Und ja, doch so viele Clubfans da, sehr schön. Ja. Ja, nee, ich meine, früher war es ja in Fürth so, es gab ein Playmobil-Stadion und eine Fußballmannschaft. Und jetzt hat man ein Fußballstadion und eine Playmobil-Mannschaft. Also Sie sehen, auch da gibt es da eine sehr schöne Entwicklung. Apropos Playmobil, Guido Westerwelle. Hatte auch wieder mal ein sehr, sehr gutes Jahr. Er vertritt ja Deutschland quasi im weiten Ausland und hat es wieder sehr gut hingekriegt. Es gab ja einige heikle Momente bei der UNO, zum Beispiel diese ganze Syrien-Angelegenheit. Da gab es dann auch eine Resolution. Und weil das so wichtig war und weil ja Deutschland so wichtig ist, hat der Westerwelle gesagt, oha, da halte ich mich lieber raus. Weil, na, muss jetzt nicht sein. Ja, dann gab es viel Kritik für den Guido. Da hieß es, ja, der ist doch Außenminister. Wieso ist er dann Außenminister, wenn er nicht Außenministern will? Und dann hat der Guido gesagt, nein, seine Taktik ist ja ganz anders. Wenn er keine Haltung hat, dann kann er später auch nicht umkippen. Und bleibt somit ein zuverlässiger Partner für die Weltgemeinschaft. Ja. Und die Frau Merkel unterstützt ja auch diese Haltung. Die Frau Merkel hat ja auch gesagt, ja, das ist nicht so gut, wenn Deutschland draußen in der Weltgeschichte so als Besserwisser auftritt. Und sie hat gemeint, gerade so im Umgang mit liberalen Ländern wie Saudi-Arabien ist es nicht gut, wenn der Deutsche an sich gute Ratschläge gibt. Die Saudis freuen sich viel mehr, wenn man einfach mal wieder ein paar Panzer rüberschiebt. Ja? Man kann sagen, das ist so die Merkel-Doktrin in der Außenpolitik 2012 gewesen. Waffen statt Verantwortung. Ja, und vor allem, sie hat auch jubiliert und das stolz verkündet, dass Deutschland erstmals überhaupt mehr als 40% der Waffenexporte außerhalb der EU und außerhalb der NATO hin verkauft hat. Also mittlerweile mehr als 40% an sogenannte Schurkenstaaten. Und da gab es natürlich viel Kritik von so Friedensromantikern. Da hieß es, ja, Frau Merkel, wo soll das hinführen, wenn Sie da so Diktaturen hochzüchten und da passiert mal eine Revolution, dann wenden sich doch genau diese Waffen gegen den Westen. Da hat die Kanzlerin gesagt, nein, sie denkt ja die Dinge vom Ende her. Und vor allem, sie hat auch die Erfahrung gemacht, wenn Demokratien relativ frisch sind, kommt da nichts Gescheites raus, hat als Beispiel Ägypten angeführt. Sie hat gesagt, jetzt haben sie Demokratie und noch mehr Ärger als vorher. Drum ist sie lieber darauf bedacht, für Frieden zu sorgen. Und sie sagt nämlich, ihre quasi Gedankenlinie ist so, man muss Diktaturen mit deutschen Waffen so hochzüchten, dass ein Umsturz überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja? Das heißt, sie sagt, für sie geht Frieden vor Demokratie. Nur so hätte man dann auch weltweit eine Chance, aus deutscher Sicht da weiter mitzuspielen. Einer, der sich in dem Jahr auch international große Chancen ausgerechnet hat, am Schluss aber leider chancenlos war, war ein sehr netter Mensch namens Mitt Romney. Ein Amerikaner, der ein bisschen verschrien war, zunächst so als kalter Geldhai und so weiter. Und drum hat er gesagt, nee, dann will ich lieber amerikanischer Präsident werden, weil im Wahlkampf kann ich beweisen, dass ich ja in Wahrheit ein lieber Kerl bin und vor allem auch ein Frauenversteher.
und hat dann auch seinen Schwerpunkt gelegt im Wahlkampf auf Chancengleichheit unter den Geschlechtern. Und ich glaube, das war das zweite oder dritte TV-Duell mit Obama, wo dann die Frage kam, ja, Herr Romney, wie finden Sie das, dass in unserem Land viele Frauen wenig Chancen hätten, hoch aufzusteigen? Und da hat er mitgesagt, was? Er selber hätte daheim im Büro Aktenordner voller Frauen, die für die höchsten Jobs geeignet wären. Und jetzt wollte er sich dadurch ja eben als Frauenversteher zu erkennen geben. Aber der Schuss ging ein bisschen nach hinten los. Auf einmal hat ganz Amerika diskutiert, hey, was ist denn der Romney für einer? Ein Aktenordner voller Frauen? Geht es da um seine Playboy-Sammlung? Oder was meint ihr da? Kennt ihr Frauen bloß aus dem Katalog? Und dementsprechend war dann der Wahlkampf an sich für Obama eine relativ einfache Angelegenheit. Wobei der Obama auch so den, ich will fast sagen, ehrlichsten Wahlkampf des Jahres hingelegt hat. Weil der Obama hat vor Anfang gesagt, liebe Amerikaner, ich hatte in den ersten 4 Jahren relativ wenig Zeit, mich um das Land zu kümmern. Drum muss ich nochmal ran. Hat geklappt. Und dann hat er auch gesagt, das Jahr 2012 hat er eher dafür genutzt, um das Land in puncto Menschenrechte mal auf Vordermann zu bringen. Weil der Obama hat darüber geklagt, er hat gesagt, das ist fürchterlich, wenn da zum Beispiel in Afghanistan amerikanische Soldaten dort Zivilisten umbringen. Das muss doch nicht sein, das können doch auch Drohnen erledigen. Ja. Und da hat man auch gesehen, den großen Unterschied von Obama zu seinem Vorgänger George W. Bush. Unter Bush gab es die Kollateralschäden eher in den eigenen Reihen. Und der Obama hat gesagt, nein, es reicht eigentlich völlig, wenn Einheimische verrecken. Und dadurch hat der Obama auch wieder seinen inneren Frieden gefunden. Und der innere Frieden, das ist ja auch in Deutschland ein großes Thema gewesen in diesem Jahr. Vor allem im doppelten Sinne sogar für unseren Innenminister Hans-Peter Friedrich. Ja, weil der hat jetzt auch gerade am Schluss des Jahres noch hart kämpfen müssen. Sie wissen, die ganze Geschichte NPD-Verbot, ja oder nein. Da gingen ja die Meinungen weit auseinander. Es gab viele Politiker, die gesagt haben, doch, das Verbot, das muss jetzt kommen. Andere haben gesagt, ja, es sollte schon kommen, aber juristisch sehr, sehr heikel. Dann gab es wieder Leute, die gesagt haben, vielleicht sollte man aus Testgründen erst einmal die FDP verbieten. Und ja, weil da gibt es nämlich ein juristisches Gutachten, das besagt, es ist schwerer, der NPD Gewalt nachzuweisen, als der FDP Sinnlosigkeit. Ja, und, ja. Und der Friedrich, der hat eh ein hartes Jahr hinter sich. Überall, wo er hinkam, wurde er quasi als Schredderminister willkommen geheißen. Ja. Dabei hat der Friedrich gesagt, diese Schredderei bei den Behörden, das war ja nie Absicht. Aber es war auch nie keine Absicht. Nein, er hat gesagt, das war ja eher der technischen Ausstattung des Verfassungsschutzes geschuldet, weil aus Kostengründen hatten die da jahrelang so Kombigeräte, Fax und Aktenvernichter in einem. Ja. Und Friedrich war dann auch irgendwann einmal sauer, dass alle auf dem Verfassungsschutz immer rumgehackt haben. Immer hieß es, ja, der Verfassungsschutz, der schafft es ja nicht einmal, geheime Informationen aufzutreiben. Und dann hieß es, ja, aber die sind ja nicht mehr in der Lage, wenn sie Informationen haben, sie dann dem Untersuchungsausschuss da weiterzugeben. Ja, und der Friedrich hat dann schon gesagt, ja, Leute, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist ja ein Verfassungsschutz und nicht irgendwie ein Dönerbudenbetreiberschutz. Also von daher jetzt mal ruhig Blut. Ja. Wobei in dieser sogenannten NSU-Affäre wesentlich besser als der Verfassungsschutz hat ja da die bayerische Polizei reagiert. Weil wie nämlich erst jetzt, 2012, rauskam, hatte die Nürnberger Polizei bereits vor 6 Jahren oder so extra eine eigene Dönerbude betrieben, um Erkenntnisse zu gewinnen. Da saß dann quasi ein V-Mann drin und hat rumgeschnipselt. Ja? Ja. Das war. Und als das jetzt in dem Jahr bekannt wurde, da war der Eimer Häme natürlich gar nicht groß genug, den die Medien über den Dienst bzw. über die bayerische Polizei da ausgeschüttet haben. Aber die bayerische Polizei wusste sich vernünftig zu wehren. Die haben gesagt, Leute, wir haben das ja nur gemacht, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und die Erkenntnisse wurden auch gewonnen.
Erkenntnis 1, keiner wird zum Mörder, wenn der Döner nicht schmeckt. Erkenntnis 2, es geht nichts über einen gescheiten Leberkäse. Ja? Und wobei wir sagen, klatschen Sie ruhig. Eigentlich, wenn dieser Dönerbude schon erst in diesem Jahr sich da geoffenbart hätte, statt schon vor Jahren, wäre das natürlich die Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme des Jahres gewesen. Bloß dadurch, dass es leider schon verjährt ist, kam wieder die Frau von der Leyen zum Zug mit einer sensationellen Idee. Die hatte nämlich nach der Schleckerpleite den tollen Grundsatz, Mensch, man könnte doch diese ganzen Schleckerfrauen, die jetzt arbeitslos werden, mal in einem Crashkurs zu Erzieherinnen umfunktionieren. Es gab gleich viel Ärger mit den Erzieherinnen. Die haben gesagt, Frau Ministerin, Sie wissen schon, was da eigentlich Voraussetzung ist. Mittlere Reife, dann bis zu 5 Jahre Ausbildung. Und da hat die Frau von der Leyen gesagt, komm, also Entschuldigung, wenn jemand 10 Jahre lang Regale einräumt, kann man doch Nachmittag auf Kinder aufpassen. Was soll das, ja? Und da haben dann die Erzieherinnen gesagt, so einfach ist es nicht. Und da meinte dann die von der Leyen, papalabab, sie wüsste, wovon sie spricht. Sie hat ja selber jahrelang, bevor sie in die Arbeit ging, ihre Kinder ins Regal reingestellt. Und in dem Jahr konnten wir auch immer wieder beobachten, wie man in diesem Land mit Kindern umgeht. Zum Beispiel war eine tolle Sache, was quasi auch die Mutprobe des Jahres war, Schulessen in Deutschland. Ein Schulessen in Deutschland darf inklusive also Nachspeise und Hauptgang maximal 2 bis 3 Euro kosten, aber da im Preis inbegriffen auch eine sehr hohe Chance auf eine saubere Magen-Darm-Epidemie. So geschehen im September in Thüringen, glaube ich war es, irgendwo im schönen Osten drüben, da sind die 11.000 Schüler fast verreckt. Ja? Aber das wurde danach alles unter den Teppich gekehrt, ein bisschen, da hieß es, das ist alles kein Drama. Kleine Panne, ja, man hat die Erdbeeren nicht so richtig erhitzt und das kann einmal passieren, bloß ein Einzelfall, aber halt in 11.000-facher Ausführung. Aber und richtig kurios wurde es, als rauskam, wo diese Erdbeeren her waren. Aus China. Gut, lag an den Kosten, weil chinesische Erdbeeren sind wesentlich billiger als deutsche. Das liegt auch an den niedrigeren Logistikkosten, die man da hat. Und und der Lieferant hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, sorry, aber ich kann da gar nichts dafür. Ich muss ja die billigsten Erdbeeren nehmen, weil ich bekomme ja nur den Zuschlag von der Schule, wenn ich auch der Billigste bin. Ja? Und wenn man jetzt mal von diesen 2 bis 3 Euro die Kosten abzieht, Mehrwertsteuer, Zubereitung, Personal und so weiter und so fort, dann bleiben für den Wareneinsatz sage und schreibe 50 Cent über. Und da muss man sich dann nicht mehr fragen, ob in dem Essen irgendwelche Vitamine überleben. Nein, da muss man froh sein, wenn die Kinder überleben. Ja, da. Einer, der auch sehr froh ist, dass er dieses Jahr überhaupt überlebt hat, das ist unser hochgeschätzter bayerischer Innenminister Herrmann. Der gute Joachim Herrmann, der hat nämlich Kopf und Kragen riskiert. Nicht im Kampf gegen die Kriminalität, nein, es war bloß ein Fototermin in Kempten. Also es ging eigentlich um einen Spatenstich, ja. Bloß unser Herrmann hat gesagt, hey, bin der Innenminister, da stell mich doch nicht mit so einem blöden Spaten hin, wenn wir so einen schönen Bagger da haben. Dann hieß es, okay, Herr Herrmann, dann stellen Sie sich zum Bagger, machen wir ein schönes Foto. Hat der immer gesagt, nein, nein, wenn wir schon ein TV-Team da haben, dann machen wir schon einen gescheiten Actionfilm draus. Ja? Da will ich nämlich den Bagger mal sauber schwenken lassen. Ja? Und der Schwenk war so toll, dass der ganze Bagger umgekippt ist. Ja? Gab es dann mehrere Verletzte, Panik brach aus. Also zum Glück war dann psychologische Betreuung gleich vor Ort. Also für den Bagger. Das ist er. Und das ist ja auch wieder so richtig typisch für Politiker. Wenn es um Großprojekte geht, steht man unheimlich gern ganz vorne in der ersten Reihe. Obwohl es in diesem Jahr auch ein Großprojekt gab, wo die Politiker eigentlich gar nicht scharf drauf waren, dass sie ganz vorne stehen, und zwar der Berliner Flughafen.
Ja? Und da habe ich eine nette Erfahrung gemacht, weil ich war auch, wann war das, Ende November für zwei Auftritte in Berlin. Da bin ich von München aus hingeflogen und da meinte die Dame beim Einchecken, ob ich denn bald wieder mal in Berlin auftreten würde, damit sie da ihren Eltern dort Bescheid geben kann. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, das ist erst nächstes Jahr im Herbst wieder. Sagt sie, ach so, dann ist ja das letzte Mal mit Flugzeug. Habe ich gesagt, wie bitte? Da sagt die, ja, Sie wissen schon, dass ja Berlin ab März 2013 mit Flieger nicht mehr zu erreichen ist. Da sage ich, ja, was passiert denn dann, wenn ihr Berlin-Ticket kauft? Da hat sie gesagt, ja, da fliegt man dann nach Stettin und dann geht's mit der Trambahn nach Berlin. Ja? Aber bei diesem Flughafen, da will ich schon jetzt mal eine Lanze brechen für den Herrn Wobereit, der ist ja als Berliner Bürgermeister auch der Aufsichtsratschef. Und der Wobereit ist natürlich völlig durch den Wind jetzt. Er ist auch ein bisschen genervt, dass alle auf diesem Eröffnungsjahr 2013 da immer so rumreiten. Ja, er hat gesagt, er weiß selber nicht, wie es da zu diesem Zahlendreher kommen konnte. Und ich habe gesagt, schaut her, in meinen Unterlagen war immer nur von 2310 die Rede. Ja. Und drum sind wir ja bestens im Zeitplan. Ja. Er hat gesagt, er war von Anfang an immer sehr dicht dran, auch an diesem Projekt. Er weiß auch schon seit Mai, dass das einmal ein Flughafen werden soll. Und ist auch beste Dinge, dass das alles just in time fertig wird, weil er hätte das gleiche Projektteam beauftragt wie sein Freund Kurt Beck am Nürburgring. Und vor allem hat ja der Herr Wobereit auch gesagt, dass ja von der Finanzierung her man bombig dasteht. Ja? Also, weil es ist eine sichere Sache insofern. Normal bei Eröffnung 2013 hätte der Flughafen, glaube ich, 2,8 Milliarden gekostet. Jetzt kostet er mindestens Doppelte, wird aber erst in ein paar Jahrzehnten fertig. Und da sagt der Wobereit, wenn man jetzt dann die Baukosten auf die Bauzeit umlegt, dann ist so, dass je später er fertig wird, umso teurer wird er zwar, aber im Endeffekt auch wieder billiger, wie wenn wir jetzt fertig sind. Ja, also, Sie sehen, ganz interessanter Ansatz. Und dann hat er auch noch gesagt, überhaupt hätte Berlin bewiesen, dass man bei so einem Riesenprojekt von Anfang an einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen kann, indem man nämlich komplett auf den Brandschutz verzichtet. Ja, da waren natürlich auch gleich die Kritiker sofort da, ja, spinnen Sie denn, was ist denn, wenn es brennt? Da wo ich gesagt, nein, nein, weil wir waren so klug und haben schon in die Satzung reingeschrieben, Feuer auf dem gesamten Gelände verboten. Also der Bobi hat gesagt, er ist völlig fester Überzeugung, dass das Ganze seinen Lauf nehmen wird. Und dann hat er gemeint, gut, wenn es ganz blöd läuft, dann wird es halt der Bahnhof. Und es steht auch seit zwei Wochen ungefähr, steht ja fest, wie der Flughafen heißen wird. Und zwar Edmund Stoiber Airport. Ja? Doch, nein, das war der Wunsch vom Seehofer, weil der Seehofer hat dem Wobereit vorgerechnet, dass der Flughafen aufgrund vom Länderfinanzausgleich jetzt schon Bayern gehört. Und im Preis inbegriffen werden dadurch auch die Namensrechte. Und die Kollegen von den Berliner Verkehrsbetrieben haben wiederum ausgerechnet, dass man vom Flughafen in die Stadt rein, mit dem Transrapid, wir bleiben in der Luft, wir bleiben beim Thema Aviation und kommen zum sogenannten Millenniums-Bambi des Jahres. Bambi kennen Sie vielleicht, das ist so eine private Veranstaltung von der Familie Burda. Wir schauen da einmal im Jahr, wer ist gerade in Deutschland, wem können wir Rehkitz an den Kopf schmeißen. Und dementsprechend werden dann die Kategorien festgelegt. Und jetzt gab es einen Millenniums-Bambi. Den bekam der Felix Baumgartner aus Österreich. Und zwar für den Absturz des Jahres. Aus 39 Kilometer Höhe hat er sie runterschmeißen lassen. Seitdem wird er auch die fliegende Red Bull-Dose genannt. Ja. Und da prasselte auch die Kritik ein auf Red Bull. Ja, vor allem auf den Chef von Red Bull, den Herrn Mateschitz, weil alle gesagt haben, ja, habt ihr gar nichts zu tun, wie das da die Millionen raushaut für so einen billigen PR-Gag. Und da hat dann Red Bull gesagt, nein, nein, Freunde, nichts PR, das war streng wissenschaftlich, weil wir wollten ja ergründen, funktioniert Gravitation
auch bei Österreichern. Und die Kategorie Millenniums Bambi National, obwohl ich sowieso angestellt hat, war es eher der Millenniums Bimbo National, der geht eindeutig an Christian Wolf Germany. Ja? Weil der hat auch den Absturz des Jahres hingelegt, aber völlig ohne Red Bull. Was da den Absturz beflügelt hat, war, der Wolf hatte keine Kreditkarte. Drum haben da und andere was ausgelegt. Ja, und er kam mit dem Bezahlen immer nach. Ja, die Staatsanwaltschaft hat das untersucht. Die haben da quasi ein sogenanntes monetäres Bermuda-Dreieck aufgedeckt, weil der Wolf dann immer daneben einen hat ausgelegt und 2 Minuten später hat er das dem gleich zurückgezahlt. Ja. Und man hat dann auch errechnet, der Wolf hatte im Schnitt ungefähr 8.700 Euro immer Cash in der Hosentasche, damit es nie länger als 5 Minuten dauert, bis er seine Schulden da beglichen hat. Und drum ging diese Klage gegen ihn auch ins Leere. Also auch das Gericht hat gesagt, nee, der Herr Wolf hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Alles andere sei Auslegungssache. Und drum hat die Familie Wolf dieses Jahr 2012 nicht nur zum Absturz genutzt, sondern auch zum Neuanfang. Und die Frau Wolf war besonders kreativ. Sie hat ein Buch geschrieben. Ein tolles Buch, will ich fast sagen. Sagt schon der Titel, Jenseits des Protokolls. Also vom Stil her ein bisschen so zwischen Dostojewski und Bild der Frau. Und bevor Sie jetzt auf die wahnwitzige Idee kommen und sich das Buch kaufen, lese ich Ihnen jetzt mal sämtliche Highlights vor. Ne, es ist bloß ein Satz. Seite 143, Mitte, da schreibt Frau Bettina Wolf, neben den größeren Umbaumaßnahmen musste aber auch erstmal eine funktionierende Dunstabzugshaube eingebaut werden. Wir sind schon durch. Und, außerdem hat sich die Frau Wolf ja in diesem Jahr auch noch sehr darauf konzentriert, es Google mal so richtig zu zeigen. Weil was Google der Frau Wolf angetan hat, das ging auf keine Kuhhaut, geschweige denn auf eine Wolfhaut. Ja? Nein. Nein, das war eine Sauerei, will ich fast sagen. Weil wenn man zum Beispiel bei Google das Wort Bett eingibt, dann erscheint Bettina Wolf. Ja, da sehen Sie mal die Assoziation. Und wissen Sie, was bis vor ein paar Wochen bei Google kam, wenn man Bettina Wolf eingegeben hat? Prostituierte. Ja, und darum gab es ja diesen Riesenprozess. Ja, da haben ja ein paar Rotlichtgrößen geklagt. Die haben gesagt, sie wollen nicht mit den Wolfs da in einen Topf geschmissen werden. Dann, Wobei Google hat insgesamt ein schlechtes Jahr. Ja, weil jetzt als nächstes kommt schon der nächste Prozess. Wer will klagen? IKEA! Genau, IKEA ist stocksauer. Weil IKEA sagt, es ist eine Riesenfrechheit, wenn man bei Google Armleuchter eingibt. Er scheint nicht automatisch Markus Söder. Ja? Während die Frau Wolf sich quasi mit einem ganzen Buch verewigt hat, hat der Herr Wolf da ein bisschen kürzeren Weg genommen. Er hat gesagt, ihm reicht ein Wort. Wenn er damit es in den Duden schafft, dann ist er happy. Das hat er dann auch geschafft mit dem schönen Verb wulfen. Ich wulfe, du wulfst, er sie es wulft. Heißt so viel wie, ich brüll jemanden die Mailbox voll. Der Nachfolger vom Wolf, der Herr Gauck, der ist ja das Gegenteil, eher Typ Leisetreter. Drum ist der äußerst beliebt im deutschen Volk und deswegen natürlich sehr unbeliebt bei Angela Merkel. Die Frau Merkel hat ja Anfang des Jahres alles Mögliche versucht, den Gauck im Schloss Bellevue zu verhindern. Hat leider nicht geklappt, weil was die Merkel so stört, um nicht zu sagen, was ihr gewaltig auf den Senkel geht. Beim Gauck geht es immer um Freiheit. Egal mit was ihr im Thema anfangt, die letzte halbe Stunde immer wieder Freiheit. Ja? Und die Merkel, die hat schon eine leichte Aversion gegen Freiheit. Also speziell seit ihrer Zeit damals als Sekretärin für Agitation bei der FDJ. Ja? Bloß, das kann sie jetzt natürlich nicht so offen nach draußen sagen. Ja. Wenn man die Frau Merkel fragt, was sie dann denn für ein Problem mit dem Gauck hat, dann sagt sie,
Oh, eigentlich hat die Bundesrepublik bisher immer sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Ostis in hohen Regierungsämtern. Und, Ja gut, was die Frau Merkel auch das ganze Jahr über schon verärgert hat, ist ja der Trend, dass es mit der CDU rapide bergab geht, gerade in den Großstädten. Ja. Die Grünen hingegen, Gegentrend enorm im Kommen. Die Grünen haben jetzt auch neue Chefs gewählt, den Herrn Trittin und die Frau Göring-Eckardt. Dann haben sie auch mal so ihr politisches Programm ein bisschen ausgebreitet. Das kann man zusammenfassen unter dem Motto Freiheit durch Entmündigung. Also die Grünen sagen, es reicht, wenn wir dem Bürger einfach sein Geld abnehmen durch gewaltige Steuererhöhungen. Dafür sagen wir aber, dem Bürger, wer gefälligst zu leben hat. Also jetzt haben wir auch langsam durchgeblickt, Trittin und Göring-Eckardt, das sind so eine Art Vollkornausgabe von Lafontaine und Wagenknecht. Und die CDU, die tut sich halt in den Großstädten im Gegensatz zu den Grünen unheimlich schwer. Und das regt die Merkel gewaltig auf. Wann immer die in diesem Jahr mit diesen Spitzen-CDUlern zusammengeguckt ist, hat sie immer gesagt, ja sagt sie mal, sind denn CDU-Wähler nur noch Dorftrottel? Da haben die CDUler dann gesagt, nein, Chefin, eher unsere Kandidaten. Und, das. Spätestens nach dieser Wahl dachte man, die CDU sei definitiv der Verlierer des Jahres, aber dann wurden sie doch noch sauber überholt von den Piraten. Ja? Die Piraten, die hatten ja lange Zeit das Konzept, dass sie meinten, Politik heißt hochgradiger Dilettantismus auf allen Ebenen. Und in dem Jahr war aber ein bisschen was anders bei den Piraten. Weil das letzte Jahr, da waren es noch immer von Frauen vertreten in der Öffentlichkeit. Und dieses Jahr war es eher ihr ganz netter Geschäftsführer, der Herr Johannes Ponader. Und das ist ein Mensch, den wünscht sich ja jede Gesellschaft. Ein Traumtyp, 1er Abitur, Stipendiat, noch keinen Tag im Leben was gearbeitet. Schnorrt sich durch, wo es nur geht. Ja. Und dadurch hat er der Ponader auch gezeigt, man muss gar nicht bildungsfern sein, um asozial zu sein. Und, und die Partei hat dann trotzdem einen Parteitag noch hingelegt und irgendwann fiel denen auf, hoppla, wir haben ja gar kein Parteiprogramm. Dann hieß es, ja, macht nichts, wir haben eh keine Ahnung. Dann hieß es, ja, dann muss ja das unser Parteiprogramm werden. Und drum lautete dann quasi die Überschrift des Parteiprogramms so viel wie egalitärer Digitalismus. Das heißt auf Deutsch, man braucht keine Ahnung haben, man muss es nur schnell genug im Internet verbreiten können. Ja? Aber was das Spannende bei den Piraten war, sie haben dieses Jahr auch ganz erstaunliche neue Fans hinzugewonnen. Also mit Leute, mit denen ich nie gerechnet hätte, zum Beispiel Horst Seehofer. Das war schon im Frühjahr, wo der Seehofer gesagt hat, ja, die CSU muss moderner werden, sich für eine neue Klientel öffnen. Schaut mal, wie das die Piraten da machen, so machen wir es jetzt auch. Und zwar fangen wir an mit einer Facebook-Party. Und da waren viele CSUler total irritiert, weil es sind ja analoge Leute. Und haben die gesagt, was willst Facebook, muss das sein? Oder gesagt, ja, und zwar gleich im P1. Ja? Und dann dachten schon viele in Bayern, hoppla, demnächst rennt der Seehofer auch noch mit Augenklappe rum. Und, aber das war nur einer von vielen Schritten, die der Seehofer in diesem Jahr übernommen hat, um die CSU attraktiver zu machen und auch auf den Wahlkampf da vorzubereiten, der im Prinzip jetzt schon tobt. Und vor allem ging es am Seehofer in diesem Jahr schon auch darum, sich mal konsequent von der Merkel weg zu profilieren. Und das hat er gut geschafft. Ja, also die Unterschiede werden immer deutlicher. Ich meine, das haben sie auch mitgekriegt, weil auch der Frau Merkel hat man ja im Verlauf des Jahres immer öfter einen gewissen Wankelmut unterstellt. Während hingegen der Seehofer, der besticht ja eher durch so eine konstante Flexibilität. Ja. Und das ist auch genau dieses Verlässliche, was ja den Seehofer ausmacht. Und das erfreut den Bürger, weil der Bürger weiß, wenn der Horst es so sagt, dann ist es ja so, bis er wieder was sagt. Ja? Und je härter der Wahlkampf wird, umso mehr Verantwortungsbereiche zieht der Seehofer natürlich an sich und auf sich. Und ein für ihn relativ neues Themenfeld in dem Jahr, das war ja Europa. Weil das ist ja an sich schon eine feste Regel in der CSU gewesen, dass die Europaparlamentarier der CSU in Brüssel die Europapolitik machen.
Während hingegen der Ministerpräsident und Parteichef, der schaut daheim, dass die Stimmung in der Heimat und auch in der Partei stimmt. Aber darüber hat sich der Seehofer laufend hinweggesetzt in diesem Jahr. Das hat den CSUlern in Brüssel natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ja, die waren richtig sauer. Dann hat die Süddeutsche Zeitung mal ein Interview gemacht mit denen da in Brüssel. Und da lautete die erste Frage gleich ganz fies und provokant: Ja, wie finden Sie das denn, dass da Ihr Chef Ihnen jeden Tag ins Handwerk pfuscht? Jetzt haben die eiskalt gesagt: Wir sind doch keine Idioten. Dann stand das so in der Zeitung. Dann haben sie es natürlich am Seehofer vorgelegt. Die haben gesagt: Hey, Horst, schau mal, was die da sagen in Brüssel. Wir sind doch keine Idioten. Da hat der Seehofer gesagt: Aha, aber warum sind sie dann in Brüssel? Und dann. Weil der Seehofer gesagt: Leute, mir geht es ja darum, dass die EU von Bayern lernt. Und vor allem, dass Bayern nicht so ein Schulden-Eldorado wird wie die EU. Und darum hat der Seehofer in diesem Jahr auch erstmals verkündet, wenn er mal abtritt, wird Bayern schuldenfrei sein. Da hat man gefragt, wann soll das sein? Er hat gesagt, ja, so 2030. Und das konnte er auch buchhalterisch sauber belegen. Er hat gesagt, wir haben das Jahr 2012. Bayern hat 18 Milliarden Schulden. Und wir können jedes Jahr aus dem Haushalt raus 1 Milliarde zur Schuldentilgung einsetzen, ohne dass uns der Haushalt um die Ohren fliegt. Und diese genaue Ausarbeitung dieses Schuldentilgungsplans, das war die erste große Aufgabe für den Söder als frisch gekürter Finanzminister. Und der Söder hat das scheinbar gut hingekriegt. Überhaupt hat der Söder brutal Bonuspunkte gesammelt. Ja. Darum hat ihn jetzt der Seehofer mittlerweile ein bisschen auf den Kicker. Und zwar war das schon im Laufe des, das ist relativ früh, glaube ich, im Frühjahr schon, war der Söder als erster CSU-Finanzminister überhaupt im renommierten Wall Street Journal in New York auf Seite 1 zu sehen mit Foto. Als Punker. Ja, das war im Fasching. Ja, aber das haben die Amis nicht gewusst. Das war's. Ja. Da stand dann in der Zeitung, scheinbar regiert in Bayern auch Rot-Grün, auf Englisch natürlich. Ja. Wobei, es geht ja nicht nur um Söder gut in diesem Jahr, sondern der gesamten CSU. War ein Bombenjahr für die CSU. Schauen wir sich nur mal die Umfragen an. Absolute Mehrheit. In Zahlen ausgedrückt 48%. Und das sagt viel aus über die wahre Stärke einer Partei, wenn sie mit weniger als 50% mehr als die Hälfte hat. Ja. Und am Söder war das am Anfang schon ein bisschen suspekt. Da sagt er, was, eine Umfrage, so gut stehen wir da, stimmt die überhaupt? Hey, Dobrindt, checkt das einmal nach, nicht, dass da wieder irgendein Schmarrn rauskommt. Dann hat der Herr Dobrindt das gleich nachgecheckt, dann hat er berichtet, ja, Horst, alles Paletti, weil die Umfrage war nur unter CSU-Ortsverbänden. Und da hat Seehofer gesagt, ja, nix, Paletti, weil so gut ist es nicht. Wenn wir so lang vor der Wahl schon so weit vorn sind, da könnte leicht die Spannung rausgehen. Wenn es ganz blöd läuft, bleiben dann am Wahltag unsere Stammwähler daheim, weil sie sagen, es ist eh schon gelaufen. Na, da müssen wir schon was machen, dass da wieder ein bisschen Zug reinkommt. Was machen wir da? Da hat er gesagt, hey, Strepp, ruf mal beim ZDF an. Und dieser Herr Strepp, völlig verdammt, hat gesagt, ja, Chef, was soll ich denn sagen? Hat der Seehofer gesagt, bist du wurscht, Hauptsache, steht morgen in der Zeitung. Ja. Und dann hat dieser zutiefst verunsicherte Herr Strepp beim ZDF angerufen, hat gesagt, wir sind aufs Schärfste nicht einverstanden mit Ihrer Berichterstattung über die CSU. Wir wissen nur noch nicht, warum. Nach außen, da hat der Seehofer natürlich ganz anders agiert. Nach außen hat er gesagt, ja, wenn wir so bombig dastehen, ist es natürlich auch ein Resultat der herausragenden Arbeit unseres genialen Generalsekretärs Alexander Dobrindt. Ja, und für den Dobrindt war es auch ein gutes Jahr. Ich meine, letztes Jahr kannte den in Bayern kaum wer, aber jetzt, der saß ja in dem Jahr pro Woche in 3 Talkshows drin. Ja. Schaut doch ganz anders aus. Der hat sich schon sehr gewandelt. Ja, weil so Dobrindt letztes Jahr, der war schon noch sehr träge, phlegmatisch, lätschert, wie wir in Bayern zu sagen pflegen. Aber Dobrindt 2012, da sehen Sie bloß nur ein Brillengestell mit Anzug drunter. Ja, nein, der hat ja vor allem sauber abgespeckt. In den ersten 3 Monaten des Jahres hat der Dobrindt 20 Kilo abgenommen. Hat er voller Stolz, hat er dann ein Interview gegeben, hat er gesagt, ja, das war schon immer sein großer Wunsch, dass sich da die Körperfülle langsam dem Intellekt annähert.
und dass 2012 für Gesamtbayern ein bombiges Jahr war, das ist natürlich auch der sehr, sehr guten Mitarbeit der bayerischen Opposition geschuldet. Ja? Das wissen Sie ja selber, die bayerische SPD, die hat ja schon einige Jahrzehnte lang der Politik komplett verweigert. Und jetzt, 2012, war quasi Abteilung Attacke angesagt in der SPD. Wir haben jetzt auch einen neuen Spitzenmann gewählt, den Christian Ude. Das war der Wunsch der bayerischen SPD. Die haben gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, dann brauchen wir einen Spitzenmann, den niemand mit der SPD in Verbindung bringt. Und so landete man dann eben da beim Christian Ude. Wobei, er wurde erst dieses Jahr gekürt zum Prinzen sozusagen. Bekannt gegeben hat man schon so gegen Ende letzten Jahres ein bisschen. Und da hat er der Ude schon gar nicht mehr an sich halten können. Da ist er gleich rummarschiert im ganzen Land. Auf einmal war er in Aschaffenburg auf dem Stadtplatz, hat er gesagt, mei, schön habt ihr es da in Oberfranken. Und seit Ende 2011 bis Ende 2012 vergeht kaum eine Woche, wo nicht die Grünen dauernd sticheln dagegen. Ja? Immer tauchen irgendwelche Interviews auf von den Grünen in Bayern, wo es heißt, oh ja, also so sicher sind wir uns auch nicht, ob jetzt da der Herr Ude tatsächlich der Richtige ist. Der scheint doch ein bisschen zu sehr auf München fixiert. Aber wir bräuchten ja schon einen Spitzenmann, der einen bayernweiten Wahlkampf führen kann, so von Aschaffenburg bis Berchtesgaden. Ja, und die SPD war natürlich sauber genervt, wenn da die Grünen da den da und da Strom geben auf die Art und Weise. Und dann hat die SPD spätestens, wann war das, beim Parteitag in Nürnberg dann im Herbst auch mal mit Ude ernstes Wort gesprochen. Die haben gesagt, hey Ude, jetzt komm, wir sind schon im Wahlkampf, jetzt häng dich rein. Nicht immer bloß München, da bis Berchtesgaden. Da hat Ude gesagt, ja freilich, gern, aber wo liegt denn das? Und dann, und dann hat aber der Ude seine Feuertaufe grandios geschafft. Ja? Weil das war die große Streitfrage, dritte Startbahn, Münchner Flughafen, ja oder nein? Weil der Ude hat ja am Anfang gleich gesagt, er tritt nur an, wenn die dritte Startbahn kommt. Die Grünen in Bayern haben immer gesagt, mit uns ist die dritte Startbahn auf keinen Fall zu machen. In jedem anderen Bundesland wäre das rot-grüne Projekt längst gestorben, bevor es richtig losgeht. Nicht so in Bayern, weil dann hat der Ude gesagt, du weißt was, kein Problem, dann streichen wir die dritte Startbahn und bauen dafür gleich die vierte. Schauen Sie, das ist auch... Das ist genau dieser pragmatische bayerische Ansatz, der immer dazu führt, dass Bayern am Schluss ganz vorne sein wird. Ja? Und diese Geschichte mit der dritten Startbahn, das sorgte dann in der CSU für gewaltig Unruhe. Da haben dann etliche zum Seehofer gesagt, hey Horst, hast du die Aktion vom Ude gesehen? Du, der wird jetzt langsam gefährlich. Da hat der Seehofer gesagt, hey Freunde, lass den Ude ein bisschen rumspinnen. Er hat gesagt, wart's noch, ich verspreche euch, der Tag wird kommen, wo sich für uns die Chance bietet, den Bayern, und zwar von Franken bis Altbayern, zu zeigen, wir sind die wahren Hüter des Vaterlandes. Und die Chance kam dann wirklich wie auf dem goldenen Tablett geliefert, und zwar die Geschichte mit dem Bild vom Albrecht Dürer. Ja? Albrecht Dürer, übrigens kein ICE, sondern Maler, wird oft verwechselt. Dürer, der war ja in Nürnberg aufgewachsen und jetzt wollte die Stadt Nürnberg zum 250. vom Dürer eine gewaltige Ausstellung machen. Wurde auch ein Riesenerfolg. Da nochmal Gratulation an die Stadt Nürnberg. Rekordzuschauerzahlen und so weiter. Und zu diesem Anlass hat man sogar aus der ganzen Welt tolle Dürerbilder zusammengetragen. Aus Fernost, aus Amerika und so. Bloß ein wichtiges Bild vom Dürer, das hängt in München in der alten Pinakothek. Und die wollte das nicht rausrücken mit dem sensationellen Argument, es könnte beim Transport beschädigt werden. Und da brach ja fast ein Bürgerkrieg in Bayern aus. Ja. Da ging ein Riss quer durch die CSU. Da haben dann Nürnberger CSUler gegen Münchner CSUler geschossen. Ja, elendes Separatistenpack, ihr zeigt wieder euer wahres Gesicht, ihr Gesindel da im Süden und so weiter und so fort. Ja. Der Ude hat dann auch noch Öl ins Feuer gegossen. Der Ude hat gesagt, wo soll das Bild hin? Nach Nürnberg? Auf keinen Fall. Das bleibt in Bayern. Und und dann ist der Seehofer vor seinem Mann getreten und hat gesagt, Freunde, habe ich es euch nicht gesagt? Habe ich es euch nicht gesagt? Der Tag wird kommen und der Tag ist jetzt da. Und jetzt lösen wir das Problem eigenhändig.
Und es hat dem Seehofer auch sehr gepasst, dass es da um das Thema Kunst ging. Es ist so, in jedem Bundesland hat der Ministerpräsident ein Spezialressort. Aber das ist in jedem Bundesland was anderes. Also in Bayern ist es Kunst, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel Formel 1. Und das einzige Bundesland, was davon ausgenommen ist, das ist Berlin, weil der Wobereit eben nachhaltig beweisen konnte, dass er eigentlich von gar nichts Ahnung hat. Und auf alle Fälle hat der Seehofer gesagt, Freunde, das Problem, das löse ich ja ganz elegant. Jetzt fahren wir mal in die alte Pinakothek und schauen Sie mal das Bild mal an. Dann ist er stolz reinmarschiert in die Pinakothek. Hat er gesagt, jetzt tut's mal den Lappen her. Ja, dann ist er so vor dem Bild gestanden. Irgendwann hat er zu seinem Adjutanten gesagt, sagt sie mal, wollt sie mich verarschen? Das ist mindestens 20 Jahre alt. Ich versuche der Welt da draußen klarzumachen, wie modern Bayern ist, da kommt sie mit so einem Klump daher. Spinnt sie oder was? Jetzt pass auf, wie spät haben wir's? Jetzt ist 3:30, ruft mal den Dürer an. Er soll 6 mal zu mir kommen. Dann reden wir drüber, ob er das übermalt oder ob er es komplett neu machen muss. Ja. Hat der Adjutant gesagt, ja, Herr Seehofer, ich glaube, der Herr Dürer ist längerfristig verhindert. Ja. Seehofer gesagt, ja, das hilft mir auch nichts, weil das Klump können wir ja nicht rumschicken. Schau doch hier, das bröselt doch schon auseinander. Na schau, da, wenn du ein bisschen hinkommst, da. Bist du auf der Leinwand. Ja. Das können wir doch unmöglich da irgendwo da rumschicken, geschweige denn über die A9 nach Nürnberg, solange der Ramsau bitte die Schlaglöcher nicht zumacht. Ja. Da hat der Adjutant gesagt, ja, Herr Seehofer, aber wir brauchen trotzdem eine sehr zeitnahe Lösung, weil die Nürnberger Kollegen sind auch schon so sauer. Also wir brauchen auch ein Ergebnis, wo die wieder beruhigt werden, wo die auch ihr Gesicht nicht verlieren, weil wir sind ja doch schon mitten im Wahlkampf. Dann hat der Seehofer gesagt, okay, dann machen wir irgendwas, wo die Nürnberger auch gut dabei wegkommen, dann sagen wir gut, das Bild bleibt in München und dafür steigt Fürth in die erste Liga auf. Schauen Sie, und das war wieder mal ein typisches Beispiel, wie Bayern funktioniert. Egal, wie heikel und vertrackt eine Situation ist, es findet sich immer eine Lösung. Darum kann ich Ihnen jetzt schon sagen, für Sie alle in Bayern wird 2013 ein wunderbares Jahr werden, es sei denn, Sie verlassen dieses Land. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen um 22 Uhr wieder. Auf Wiedersehen. Miteinander. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind, hier im Theater und auch daheim im Fernsehen sozusagen. Rückspiegel 2012. Wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend. Und auch noch in diesem erlesenen Hause. Die Komödie Fürth ist ja eine Hochburg des deutschen Humors. Nicht zu sagen, ein Highlight auch für Bayern. Und vor allem, was mich ja sehr wieder freut, sehr international die Gäste, zum Teil bis aus Niederbayern, wenn ich da in die Gesichter schaue. Ja.
Wobei, ich habe da vorne mit Leuten da draußen gesprochen, die haben gesagt, Sie, wir sind extra für Sie heute nach Fürth gefahren. Wir kannten diese Stadt gar nicht. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Ich habe gesagt, ja, wo sind Sie her? Ja, aus Nürnberg. Und da habe ich schon gewusst, das sind da die richtigen Leute. Ja? Ich meine, nicht nur dieses Theater steht ja für hohes Niveau in Sachen Humor, sondern Fürth allgemein, speziell seitdem auch Fürth in der ersten Fußball-Bundesliga mitspielt, ist ja da jeden Samstag für sehr viel Heiterkeit gesorgt. Und ja, doch so viele Clubfans da, sehr schön. Ja, ja, nee, ich meine, früher war es ja in Fürth so, es gab ein Playmobil-Stadion und eine Fußballmannschaft. Und jetzt hat man ein Fußballstadion und eine Playmobil-Mannschaft. Also Sie sehen, auch da gibt es da eine sehr schöne Entwicklung. Apropos Playmobil, Guido Westerwelle hatte auch wieder mal ein sehr, sehr gutes Jahr. Er vertritt ja Deutschland quasi im weiten Ausland und hat es wieder sehr gut hingekriegt. Es gab ja einige heikle Momente bei der UNO, zum Beispiel diese ganze Syrien-Angelegenheit. Da gab es dann auch eine Resolution. Und weil das so wichtig war und weil ja Deutschland so wichtig ist, hat der Westerwelle gesagt, oha, da halte ich mich lieber raus. Weil, muss jetzt nicht sein. Ja, dann gab es viel Kritik für den Guido. Da hieß es, ja, der ist doch Außenminister. Wieso ist er dann Außenminister, wenn er nicht Außenministern will? Und dann hat der Guido gesagt, nein, seine Taktik ist ja ganz anders. Wenn er keine Haltung hat, dann kann er später auch nicht umkippen. Und bleibt somit ein zuverlässiger Partner für die Weltgemeinschaft. Ja? Und die Frau Merkel unterstützt ja auch diese Haltung. Die Frau Merkel hat ja auch gesagt, ja, das ist nicht so gut, wenn Deutschland draußen in der Weltgeschichte so als Besserwisser auftritt. Und sie hat gemeint, gerade so im Umgang mit liberalen Ländern wie Saudi-Arabien ist es nicht gut, wenn der Deutsche an sich gute Ratschläge gibt. Die Saudis freuen sich viel mehr, wenn man einfach mal wieder ein paar Panzer rüberschiebt. Ja? Man kann sagen, das ist so die Merkel-Doktrin in der Außenpolitik 2012 gewesen. Waffen statt Verantwortung. Ja, und vor allem, sie hat auch jubiliert und das stolz verkündet, dass Deutschland erstmals überhaupt mehr als 40% der Waffenexporte außerhalb der EU und außerhalb der NATO hin verkauft hat. Also mittlerweile mehr als 40% an sogenannte Schurkenstaaten. Und da gab es natürlich viel Kritik von so Friedensromantikern. Da hieß es, ja, Frau Merkel, wo soll das hinführen, wenn Sie da so Diktaturen hochzüchten und da passiert mal eine Revolution, dann wenden sich doch genau diese Waffen gegen den Westen. Da hat die Kanzlerin gesagt, nein, sie denkt ja die Dinge vom Ende her. Und vor allem, sie hat auch die Erfahrung gemacht, wenn Demokratien relativ frisch sind, kommt da nichts Gescheites raus, hat als Beispiel Ägypten angeführt. Sie hat gesagt, jetzt haben sie Demokratie und noch mehr Ärger als vorher. Drum ist sie lieber darauf bedacht, für Frieden zu sorgen. Und sie sagt nämlich, ihre quasi Gedankenlinie ist so, man muss Diktaturen mit deutschen Waffen so hochzüchten, dass ein Umsturz überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja? Das heißt, sie sagt, für sie geht Frieden vor Demokratie. Nur so hätte man dann auch weltweit eine Chance, aus deutscher Sicht da weiter mitzuspielen. Einer, der sich in dem Jahr auch international große Chancen ausgerechnet hat, am Schluss aber leider chancenlos war, war ein sehr netter Mensch namens Mitt Romney. Ein Amerikaner, der ein bisschen verschrien war, zunächst so als kalter Geldhai und so weiter. Und drum hat er gesagt, nee, dann will ich lieber amerikanischer Präsident werden, weil im Wahlkampf kann ich beweisen, dass ich ja in Wahrheit ein lieber Kerl bin und vor allem auch ein Frauenversteher. Und hat dann auch seinen Schwerpunkt gelegt im Wahlkampf auf Chancengleichheit unter den Geschlechtern. Und ich glaube, das war das zweite oder dritte TV-Duell mit Obama, wo dann die Frage kam, ja, Herr Romney, wie finden Sie das, dass in unserem Land viele Frauen wenig Chancen hätten, hoch aufzusteigen? Und da hat er mitgesagt, was? Er selber hätte daheim im Büro Aktenordner voller Frauen, die für die höchsten Jobs geeignet werden.
Und jetzt wollte er sich dadurch ja eben als Frauenversteher zu erkennen geben, aber der Schuss ging ein bisschen nach hinten los. Auf einmal hat ganz Amerika diskutiert, hey, was ist denn der Ronny für einer? Ein Aktenordner voller Frauen, geht da um seine Playboy-Sammlung oder was meint ihr da? Kennt ihr Frauen bloß aus dem Katalog? Und dementsprechend war dann der Wahlkampf an sich für Obama eine relativ einfache Angelegenheit. Wobei der Obama auch so den, ich will fast sagen, ehrlichsten Wahlkampf des Jahres hingelegt hat. Weil der Obama hat vor Anfang gesagt, liebe Amerikaner, ich hatte in den ersten 4 Jahren relativ wenig Zeit, mich um das Land zu kümmern. Drum muss ich nochmal ran. Hat geklappt. Und dann hat er auch gesagt, das Jahr 2012 hat er eher dafür genutzt, um das Land im Punkto Menschenrechte mal auf Vordermann zu bringen. Weil der Obama hat darüber geklagt, er hat gesagt, das ist fürchterlich, wenn da zum Beispiel in Afghanistan amerikanische Soldaten dort Zivilisten umbringen. Das muss doch nicht sein, das können doch auch Drohnen erledigen. Ja. Und da hat man auch gesehen, den großen Unterschied von Obama zu seinem Vorgänger George W. Bush. Unter Bush gab es die Kollateralschäden eher in den eigenen Reihen. Und der Obama hat gesagt, nein, es reicht eigentlich völlig, wenn Einheimische verrecken. Und dadurch hat der Obama auch wieder seinen inneren Frieden gefunden. Und der innere Frieden, das ist ja auch in Deutschland ein großes Thema gewesen in diesem Jahr. Vor allem im doppelten Sinne sogar für unseren Innenminister Hans-Peter Friedrich. Ja, weil der hat jetzt auch gerade am Schluss des Jahres noch hart kämpfen müssen. Sie wissen, die ganze Geschichte NPD-Verbot, ja oder nein. Da gingen ja die Meinungen weit auseinander. Es gab viele Politiker, die gesagt haben, doch, das Verbot, das muss jetzt kommen. Andere haben gesagt, ja, es sollte schon kommen, aber juristisch sehr, sehr heikel. Dann gab es wieder Leute, die gesagt haben, vielleicht sollte man aus Testgründen erst einmal die FDP verbieten. Und ja, weil da gibt es nämlich ein juristisches Gutachten, das besagt, es ist schwerer, der NPD Gewalt nachzuweisen, als der FDP Sinnlosigkeit. Ja, und, ja. Und der Friedrich, der hatte ja ein hartes Jahr hinter sich. Überall, wo er hinkam, wurde er quasi als Schredderminister willkommen geheißen. Ja. Dabei hat der Friedrich gesagt, diese Schredderei bei den Behörden, das war ja nie Absicht. Aber es war auch nie keine Absicht. Nein, er hat gesagt, das war ja eher der technischen Ausstattung des Verfassungsschutzes geschuldet, weil aus Kostengründen hatten die da jahrelang so Kombigeräte, Fax und Aktenvernichter in einem. Ja. Und Friedrich war dann auch irgendwann einmal sauer, dass alle auf dem Verfassungsschutz immer rumgehackt haben. Immer hieß es, ja, der Verfassungsschutz, der schafft es ja nicht einmal, geheime Informationen aufzutreiben. Und dann hieß es, ja, aber die sind ja nicht mehr in der Lage, wenn sie Informationen haben, sie dann dem Untersuchungsausschuss da weiterzugeben. Ja, und der Friedrich hat dann schon gesagt, ja, Leute, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist ja ein Verfassungsschutz und nicht irgendwie ein Dönerbudenbetreiberschutz. Also von da jetzt mal ruhig Blut. Ja. Wobei in dieser sogenannten NSU-Affäre wesentlich besser als der Verfassungsschutz hat ja da die bayerische Polizei reagiert. Weil wie nämlich erst jetzt, 2012, rauskam, hatte die Nürnberger Polizei bereits vor 6 Jahren oder so extra eine eigene Dönerbude betrieben, um Erkenntnisse zu gewinnen. Da saß dann quasi ein V-Mann drin und hat rumgeschnipselt. Ja? Ja. Das war. Und als das jetzt in dem Jahr bekannt wurde, da war der Eimer Häme natürlich gar nicht groß genug, den die Medien über den Dienst bzw. über die bayerische Polizei da ausgeschüttet haben. Aber die bayerische Polizei wusste sich vernünftig zu wehren. Die haben gesagt, Leute, wir haben das ja nur gemacht, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und die Erkenntnisse wurden auch gewonnen. Erkenntnis 1, keiner wird zum Mörder, wenn der Döner nicht schmeckt. Erkenntnis 2, es geht nichts über einen gescheiten Leberkäse. Ja. Und wobei wir sagen müssen, ja, klatschen Sie ruhig. Applaus
eigentlich, wenn dieser Dönerbude schon erst in diesem Jahr sich da geoffenbart hätte, statt schon vor Jahren, wäre das natürlich die Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme des Jahres gewesen. Bloß dadurch, dass es leider schon verjährt ist, kam wieder die Frau von der Leyen zum Zug mit einer sensationellen Idee. Die hatte nämlich nach der Schleckerpleite den tollen Grundsatz, Mensch, man könnte doch diese ganzen Schleckerfrauen, die jetzt arbeitslos werden, mal in einem Crashkurs zu Erzieherinnen umfunktionieren. Gab gleich viel Ärger mit den Erzieherinnen. Die haben gesagt, Frau Ministerin, Sie wissen schon, was da eigentlich Voraussetzung ist. Mittlere Reife, dann bis zu 5 Jahre Ausbildung. Und da hat die Frau von der Leyen gesagt, komm, also Entschuldigung, wenn jemand 10 Jahre lang Regale einräumt, kann man doch Nachmittag auf Kinder aufpassen. Was soll das, ja? Und da haben dann die Erzieherinnen gesagt, so einfach ist es nicht. Und da meinte dann die von der Leyen, papalabab, sie wüsste, wovon sie spricht. Sie hat ja selber jahrelang, bevor sie in die Arbeit ging, ihre Kinder ins Regal reingestellt. Und in dem Jahr konnten wir auch immer wieder beobachten, wie man in diesem Land mit Kindern umgeht. Zum Beispiel war eine tolle Sache, was quasi auch die Mutprobe des Jahres war, Schulessen in Deutschland. Ein Schulessen in Deutschland darf inklusive also Nachspeise und Hauptgang maximal 2 bis 3 Euro kosten, aber da im Preis inbegriffen auch eine sehr hohe Chance auf eine saubere Magen-Darm-Epidemie. So geschehen im September in Thüringen, glaube ich war es, irgendwo im schönen Osten drüben, da sind die 11.000 Schüler fast verreckt. Ja? Aber das wurde danach alles unter den Teppich gekehrt, ein bisschen, da hieß es, das ist alles kein Drama. Kleine Panne, ja, man hat die Erdbeeren nicht so richtig erhitzt und das kann einmal passieren, bloß ein Einzelfall, aber halt in 11.000-facher Ausführung. Aber und richtig kurios wurde es, als rauskam, wo diese Erdbeeren her waren. Aus China. Gut, lag an den Kosten, weil chinesische Erdbeeren sind wesentlich billiger als deutsche. Das liegt auch an den niedrigeren Logistikkosten, die man da hat. Und und der Lieferant hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, sorry, aber ich kann da gar nichts dafür. Ich muss ja die billigsten Erdbeeren nehmen, weil ich bekomme ja nur den Zuschlag von der Schule, wenn ich auch der Billigste bin. Ja? Und wenn man jetzt mal von diesen 2 bis 3 Euro die Kosten abzieht, Mehrwertsteuer, Zubereitung, Personal und so weiter und so fort, dann bleiben für den Wareneinsatz sage und schreibe 50 Cent über. Und da muss man sich dann nicht mehr fragen, ob in dem Essen irgendwelche Vitamine überleben. Nein, da muss man froh sein, wenn die Kinder überleben. Ja, da. Einer, der auch sehr froh ist, dass er dieses Jahr überhaupt überlebt hat, das ist unser hochgeschätzter bayerischer Innenminister Herrmann. Der gute Joachim Herrmann, der hat nämlich Kopf und Kragen riskiert. Nicht im Kampf gegen die Kriminalität, nein, es war bloß ein Fototermin in Kempten. Also es ging eigentlich um einen Spatenstich, ja, bloß unser Herrmann hat gesagt, hey, bin der Innenminister, da stell mich doch nicht mit so einem blöden Spaten hin, wenn wir so einen schönen Bagger da haben. Dann hieß es, okay, Herr Herrmann, dann stellen Sie sich zum Bagger, machen wir ein schönes Foto. Hat der immer gesagt, nein, wenn wir schon ein TV-Team da haben, dann machen wir schon einen gescheiten Actionfilm draus. Ja? Da will ich nämlich den Bagger mal sauber schwenken lassen. Ja? Und der Schwenk war so toll, dass der ganze Bagger umgekippt ist. Ja? Gab es dann mehrere Verletzte, Panik brach aus. Also zum Glück war dann psychologische Betreuung gleich vor Ort. Also für den Bagger. Das ist und das ist ja auch wieder so richtig typisch für Politiker. Wenn es um Großprojekte geht, steht man unheimlich gern ganz vorne in der ersten Reihe. Obwohl es in diesem Jahr auch ein Großprojekt gab, wo die Politiker eigentlich gar nicht scharf drauf waren, dass sie ganz vorne stehen, und zwar der Berliner Flughafen.
Ja? Und da habe ich eine nette Erfahrung gemacht, weil ich war auch, wann war das, Ende November für zwei Auftritte in Berlin. Da bin ich von München aus hingeflogen und da meinte die Dame beim Einchecken, ob ich denn bald wieder mal in Berlin auftreten würde, damit sie da ihren Eltern dort Bescheid geben kann. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, das ist erst nächstes Jahr im Herbst wieder. Sagt sie, ach so, dann ist ja das letzte Mal mit Flugzeug. Habe ich gesagt, wie bitte? Da sagt die, ja, Sie wissen schon, dass ja Berlin ab März 2013 mit Flieger nicht mehr zu erreichen ist. Da sage ich, ja, was passiert denn dann, wenn ihr Berlin-Ticket kauft? Da hat sie gesagt, ja, da fliegt man dann nach Stettin und dann geht's mit der Trambahn nach Berlin. Ja? Aber bei diesem Flughafen, da will ich schon jetzt mal eine Lanze brechen für den Herrn Wobereit. Der ist ja als Berliner Bürgermeister auch der Aufsichtsratschef. Und der Wobereit ist natürlich völlig durch den Wind jetzt. Er ist auch ein bisschen genervt, dass alle auf diesem Eröffnungsjahr 2013 da immer so rumreiten. Ja, er hat gesagt, er weiß selber nicht, wie es da zu diesem Zahlendreher kommen konnte. Und ich habe gesagt, schaut her, in meinen Unterlagen war immer nur von 2310 die Rede. Ja. Und drum sind wir ja bestens im Zeitplan. Ja. Er hat gesagt, er war von Anfang an immer sehr dicht dran, auch an diesem Projekt. Er weiß auch schon seit Mai, dass das einmal ein Flughafen werden soll. Und ist auch beste Dinge, dass das alles just in time fertig wird, weil er hätte das gleiche Projektteam beauftragt wie sein Freund Kurt Beck am Nürburgring. Und vor allem hat ja der Herr Wobereit auch gesagt, dass ja von der Finanzierung her man bombig dasteht. Ja? Also, weil es ist eine sichere Sache insofern. Normal bei Eröffnung 2013 hätte der Flughafen, glaube ich, 2,8 Milliarden gekostet. Jetzt kostet er mindestens Doppelte, wird aber erst in ein paar Jahrzehnten fertig. Und da sagt der Wobereit, wenn man jetzt dann die Baukosten auf die Bauzeit umlegt, dann ist so, dass je später er fertig wird, umso teurer wird er zwar, aber im Endeffekt auch wieder billiger, wie wenn wir jetzt fertig sind. Ja, also, Sie sehen, ganz interessanter Ansatz. Und dann hat er auch noch gesagt, überhaupt hätte Berlin bewiesen, dass man bei so einem Riesenprojekt von Anfang an einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen kann, indem man nämlich komplett auf den Brandschutz verzichtet. Ja, da waren natürlich auch gleich die Kritiker sofort da, ja, spinnen Sie denn, was ist denn, wenn es brennt? Da wo ich gesagt, nein, nein, weil wir waren so klug und haben schon in die Satzung reingeschrieben, Feuer auf dem gesamten Gelände verboten. Also der Bobi hat gesagt, er ist völlig fester Überzeugung, dass das Ganze seinen Lauf nehmen wird. Und dann hat er gemeint, gut, wenn es ganz blöd läuft, dann wird es halt der Bahnhof. Und es steht auch seit zwei Wochen ungefähr, steht ja fest, wie der Flughafen heißen wird. Und zwar Edmund Stoiber Airport. Ja? Doch, nein, das war der Wunsch vom Seehofer, weil der Seehofer hat dem Wobereit vorgerechnet, dass der Flughafen aufgrund vom Länderfinanzausgleich jetzt schon Bayern gehört. Und im Preis inbegriffen werden dadurch auch die Namensrechte. Und die Kollegen von den Berliner Verkehrsbetrieben haben wiederum ausgerechnet, dass man vom Flughafen in die Stadt rein mit dem Transrapid. Wir bleiben in der Luft, wir bleiben beim Thema Aviation und kommen zum sogenannten Millenniums-Bambi des Jahres. Bambi kennen Sie vielleicht, das ist eine private Veranstaltung von der Familie Burda. Wir schauen da einmal im Jahr, wer ist gerade in Deutschland, wem können wir Rehkitz an den Kopf schmeißen. Und dementsprechend werden dann die Kategorien festgelegt. Und jetzt gab es einen Millenniums-Bambi. Den bekam der Felix Baumgartner aus Österreich und zwar für den Absturz des Jahres. Aus 39 Kilometer Höhe hat er sie runterschmeißen lassen. Seitdem wird er auch die fliegende Red Bull-Dose genannt. Ja. Und da prasselte auch die Kritik ein auf Red Bull. Ja, vor allem auf den Chef von Red Bull, den Herrn Mateschitz, weil alle gesagt haben, ja, habt ihr gar nichts zu tun, wie das da die Millionen raushaut für so einen billigen PR-Gag. Und da hat dann Red Bull gesagt, nein, nein, Freunde, nichts PR, das war streng wissenschaftlich, weil wir wollten ja ergründen, funktioniert Gravitation
auch bei Österreichern. Und die Kategorie Millenniums Bambi National, obwohl ich sowieso angestellt hat, war es eher der Millenniums Bimbo National, der geht eindeutig an Christian Wolf Germany. Ja? Weil der hat auch den Absturz des Jahres hingelegt, aber völlig ohne Red Bull. Was da den Absturz beflügelt hat, war, der Wolf hatte keine Kreditkarte. Drum haben da und andere was ausgelegt. Ja, und er kam mit dem Bezahlen immer nach. Ja, die Staatsanwaltschaft hat das untersucht. Die haben da quasi ein sogenanntes monetäres Bermuda-Dreieck aufgedeckt, weil der Wolf dann immer daneben einen hat ausgelegt und 2 Minuten später hat er das dem gleich zurückgezahlt. Ja. Und man hat dann auch errechnet, der Wolf hatte im Schnitt ungefähr 8.700 Euro immer Cash in der Hosentasche, damit es nie länger als 5 Minuten dauert, bis er seine Schulden da beglichen hat. Und drum ging diese Klage gegen ihn auch ins Leere. Also auch das Gericht hat gesagt, nee, der Herr Wolf hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Alles andere sei Auslegungssache. Und drum hat die Familie Wolf dieses Jahr 2012 nicht nur zum Absturz genutzt, sondern auch zum Neuanfang. Und die Frau Wolf war besonders kreativ. Sie hat ein Buch geschrieben. Ein tolles Buch, will ich fast sagen. Sagt schon der Titel, Jenseits des Protokolls. Also vom Stil her ein bisschen so zwischen Dostojewski und Bild der Frau. Und bevor Sie jetzt auf die wahnwitzige Idee kommen und sich das Buch kaufen, lese ich Ihnen jetzt mal sämtliche Highlights vor. Ne, es ist bloß ein Satz. Seite 143, Mitte, da schreibt Frau Bettina Wolf, neben den größeren Umbaumaßnahmen musste aber auch erstmal eine funktionierende Dunstabzugshaube eingebaut werden. Wir sind schon durch. Und, außerdem hat sich die Frau Wolf ja in diesem Jahr auch noch sehr darauf konzentriert, es Google mal so richtig zu zeigen. Weil was Google der Frau Wolf angetan hat, das ging auf keine Kuhhaut, geschweige denn auf eine Wolfhaut. Ja? Nein. Nein, das war eine Sauerei, will ich fast sagen. Weil wenn man zum Beispiel bei Google das Wort Bett eingibt, dann erscheint Bettina Wolf. Ja, da sehen Sie mal die Assoziation. Und wissen Sie, was bis vor ein paar Wochen bei Google kam, wenn man Bettina Wolf eingegeben hat? Prostituierte. Ja, und darum gab es ja diesen Riesenprozess. Ja, da haben ja ein paar Rotlichtgrößen geklagt, die haben gesagt, sie wollen nicht mit den Wolfs da in einen Topf geschmissen werden. Dann, Wobei Google hat insgesamt ein schlechtes Jahr. Ja, weil jetzt als nächstes kommt schon der nächste Prozess. Wer will klagen? IKEA! Genau, IKEA ist stocksauer. Weil IKEA sagt, es ist eine Riesenfrechheit, wenn man bei Google Armleuchter eingibt. Er scheint nicht automatisch Markus Söder. Ja? Während die Frau Wolf sich quasi mit einem ganzen Buch verewigt hat, hat der Herr Wolf da ein bisschen kürzeren Weg genommen. Er hat gesagt, ihm reicht ein Wort. Wenn er damit es in den Duden schafft, dann ist er happy. Das hat er dann auch geschafft mit dem schönen Verb wulfen. Ich wulfe, du wulfst, er sie es wulft. Heißt so viel wie, ich brüll jemanden die Mailbox voll. Der Nachfolger vom Wolf, der Herr Gauck, der ist ja das Gegenteil, eher Typ Leisetreter. Drum ist der äußerst beliebt im deutschen Volk und deswegen natürlich sehr unbeliebt bei Angela Merkel. Also die Frau Merkel hat ja Anfang des Jahres alles Mögliche versucht, den Gauck im Schloss Bellevue zu verhindern. Hat leider nicht geklappt, weil was die Merkel so stört, um nicht zu sagen, was ihr gewaltig auf den Senkel geht. Beim Gauck geht es immer um Freiheit. Egal mit was ihr im Thema anfangt, die letzte halbe Stunde immer wieder Freiheit. Ja? Und die Merkel, die hat schon eine leichte Aversion gegen Freiheit. Also speziell seit ihrer Zeit damals als Sekretärin für Agitation bei der FDJ. Ja? Bloß, das kann sie jetzt natürlich nicht so offen nach draußen sagen. Ja. Wenn man die Frau Merkel fragt, was sie dann denn für ein Problem mit dem Gauck hat, dann sagt sie,
Oh, eigentlich hat die Bundesrepublik bisher immer sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Ostis in hohen Regierungsämtern. Und, ja gut, was die Frau Merkel auch das ganze Jahr über schon verärgert hat, ist ja der Trend, dass es mit der CDU rapide bergab geht, gerade in den Großstädten. Ja. Die Grünen hingegen, Gegentrend enorm im Kommen. Die Grünen haben jetzt auch neue Chefs gewählt, den Herrn Trittin und die Frau Göring-Eckardt. Dann haben sie auch mal so ihr politisches Programm ein bisschen ausgebreitet. Das kann man zusammenfassen unter dem Motto Freiheit durch Entmündigung. Also die Grünen sagen, es reicht, wenn wir dem Bürger einfach sein Geld abnehmen durch gewaltige Steuererhöhungen. Dafür sagen wir aber dem Bürger, wer gefälligst zu leben hat. Also jetzt haben wir auch langsam durchgeblickt, Trittin und Göring-Eckardt, das sind so eine Art Vollkornausgabe von Lafontaine und Wagenknecht. Und die CDU, die tut sich halt in den Großstädten im Gegensatz zu den Grünen unheimlich schwer. Und das regt die Merkel gewaltig auf. Wann immer die in diesem Jahr mit diesen Spitzen-CDUlern zusammengeguckt ist, hat sie immer gesagt, ja sagt sie mal, sind denn CDU-Wähler nur noch Dorftrottel? Da haben die CDUler dann gesagt, nein, Chefin, eher unsere Kandidaten. Und das... Spätestens nach dieser Wahl dachte man, die CDU sei definitiv der Verlierer des Jahres, aber dann wurden sie doch noch sauber überholt von den Piraten. Ja? Die Piraten, die hatten ja lange Zeit das Konzept, dass sie meinten, Politik heißt hochgradiger Dilettantismus auf allen Ebenen. Und in dem Jahr war aber ein bisschen was anders bei den Piraten, weil das letzte Jahr, da waren es noch immer von Frauen vertreten in der Öffentlichkeit. Und dieses Jahr war es eher ihr ganz netter Geschäftsführer, der Herr Johannes Ponader. Und das ist ein Mensch, den wünscht sich ja jede Gesellschaft. Ein Traumtyp, 1er Abitur, Stipendiat, noch keinen Tag im Leben was gearbeitet. Schnorrt sich durch, wo es nur geht. Ja. Und dadurch hat er der Ponader auch gezeigt, man muss gar nicht bildungsfern sein, um asozial zu sein. Und die Partei hat dann trotzdem einen Parteitag noch hingelegt und irgendwann fiel denen auf, hoppla, wir haben ja gar kein Parteiprogramm. Dann hieß es, ja, macht nichts, wir haben eh keine Ahnung. Dann hieß es, ja, dann muss ja das unser Parteiprogramm werden. Und drum lautete dann quasi die Überschrift des Parteiprogramms so viel wie egalitärer Digitalismus. Das heißt auf Deutsch, man braucht keine Ahnung haben, man muss es nur schnell genug im Internet verbreiten können. Ja? Aber was das Spannende bei den Piraten war, sie haben dieses Jahr auch ganz erstaunliche neue Fans hinzugewonnen. Also Leute, mit denen ich nie gerechnet hätte, zum Beispiel Horst Seehofer. Es war schon im Frühjahr, wo der Seehofer gesagt hat, ja, die CSU muss moderner werden, sich für eine neue Klientel öffnen. Schaut mal, wie das die Piraten da machen, so machen wir es jetzt auch. Und zwar fangen wir an mit einer Facebook-Party. Und da waren viele CSUler total irritiert, weil es sind ja analoge Leute. Und da haben die gesagt, was willst Facebook, muss das sein? Oder gesagt, ja, und zwar gleich im P1. Ja? Und dann dachten schon viele in Bayern, hoppla, demnächst rennt der Seehofer auch noch mit Augenklappe rum. Und, aber das war nur einer von vielen Schritten, die der Seehofer in diesem Jahr übernommen hat, um die CSU attraktiver zu machen und auch auf den Wahlkampf da vorzubereiten, der im Prinzip jetzt schon tobt. Und vor allem ging es am Seehofer in diesem Jahr schon auch darum, sich mal konsequent von der Merkel weg zu profilieren. Und das hat er gut geschafft. Ja, also die Unterschiede werden immer deutlicher. Ich meine, das haben sie auch mitgekriegt, weil auch der Frau Merkel hat man ja im Verlauf des Jahres immer öfter einen gewissen Wankelmut unterstellt. Während hingegen der Seehofer, der besticht ja eher durch so eine konstante Flexibilität. Ja. Und das ist auch genau dieses Verlässliche, was ja den Seehofer ausmacht. Und das erfreut den Bürger, weil der Bürger weiß, wenn der Horst das so sagt, dann ist es ja so, bis er wieder was sagt. Ja? Und je härter der Wahlkampf wird, umso mehr Verantwortungsbereiche zieht der Seehofer natürlich an sich und auf sich. Und ein für ihn relativ neues Themenfeld in dem Jahr, das war ja Europa. Weil das ist ja an sich schon eine feste Regel in der CSU gewesen, dass die Europaparlamentarier der CSU in Brüssel die Europapolitik machen.
Während hingegen der Ministerpräsident und Parteichef, der schaut daheim, dass die Stimmung in der Heimat und auch in der Partei stimmt. Aber darüber hat sich der Seehofer laufend hinweggesetzt in diesem Jahr. Das hat den CSUlern in Brüssel natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ja, die waren richtig sauer. Dann hat die Süddeutsche Zeitung mal ein Interview gemacht mit denen da in Brüssel. Und da lautete die erste Frage gleich ganz fies und provokant: Ja, wie finden Sie das denn, dass da Ihr Chef Ihnen jeden Tag ins Handwerk pfuscht? Jetzt haben die eiskalt gesagt: Wir sind doch keine Idioten. Dann stand das so in der Zeitung. Dann haben sie es natürlich am CEO vorgelegt. Die haben gesagt: Hey, Horst, schau mal, was die da sagen in Brüssel. Wir sind doch keine Idioten. Da hat der CEO gesagt: Aha, aber warum sind sie dann in Brüssel? Und dann. Weil der CEO gesagt: Leute, mir geht es ja darum, dass die EU von Bayern lernt. Und vor allem, dass Bayern nicht so ein Schulden-Eldorado wird wie die EU. Und darum hat der Seehofer in diesem Jahr auch erstmals verkündet, wenn er mal abtritt, wird Bayern schuldenfrei sein. Da hat man gefragt, wann soll das sein? Er hat gesagt, ja, so 2030. Und das konnte er auch buchhalterisch sauber belegen. Er hat gesagt, wir haben das Jahr 2012. Bayern hat 18 Milliarden Schulden. Und wir können jedes Jahr aus dem Haushalt raus 1 Milliarde zur Schuldentilgung einsetzen, ohne dass uns der Haushalt um die Ohren fliegt. Und diese genaue Ausarbeitung dieses Schuldentilgungsplans, das war die erste große Aufgabe für den Söder als frisch gekürter Finanzminister. Und der Söder hat das scheinbar gut hingekriegt. Überhaupt hat der Söder brutal Bonuspunkte gesammelt. Ja. Darum hat ihn jetzt der Seehofer mittlerweile ein bisschen auf den Kicker. Und zwar war das schon im Laufe des, das ist relativ früh, glaube ich, im Frühjahr schon, war der Söder als erster CSU-Finanzminister überhaupt im renommierten Wall Street Journal in New York auf Seite 1 zu sehen mit Foto. Als Punker. Ja, das war im Fasching. Ja, aber das haben die Amis nicht gewusst. Das war's. Ja. Da stand dann in der Zeitung, scheinbar regiert in Bayern auch Rot-Grün, auf Englisch natürlich. Ja. Wobei, es geht ja nicht nur um Söder gut in diesem Jahr, sondern der gesamten CSU. War ein Bombenjahr für die CSU. Schauen wir sich nur mal die Umfragen an. Absolute Mehrheit. In Zahlen ausgedrückt 48%. Und das sagt viel aus über die wahre Stärke einer Partei, wenn sie mit weniger als 50% mehr als die Hälfte hat. Ja. Und am Söder war das am Anfang schon ein bisschen suspekt. Was sagt er, was? Eine Umfrage? So gut stehen wir da. Stimmt die überhaupt? Hey, Dobrindt, checkt das einmal nach. Nicht, dass da wieder irgendein Schmarrn rauskommt. Dann hat der Herr Dobrindt das gleich nachgecheckt. Dann hat er berichtet, ja, Horst, alles Paletti, weil die Umfrage war nur unter CSU-Ortsverbänden. Und da hat Seehofer gesagt, ja, nix, Paletti, weil so gut ist es nicht. Wenn wir so lang vor der Wahl schon so weit vorn sind, da könnte leicht die Spannung rausgehen. Wenn es ganz blöd läuft, bleiben dann am Wahltag unsere Stammwähler daheim, weil sie sagen, es ist eh schon gelaufen. Na, da müssen wir schon was machen, dass da wieder ein bisschen Zug reinkommt. Was machen wir da? Da hat er gesagt, hey, Strepp, ruf mal beim ZDF an. Und dieser Herr Strepp, völlig verdammt, hat gesagt, ja, Chef, was soll ich denn sagen? Hat der Seehofer gesagt, bist du wurscht, Hauptsache, steht morgen in der Zeitung. Ja. Und dann hat dieser zutiefst verunsicherte Herr Strepp beim ZDF angerufen, hat gesagt, wir sind aufs Schärfste nicht einverstanden mit Ihrer Berichterstattung über die CSU. Wir wissen nur noch nicht, warum. Nach außen, da hat der Seehofer natürlich ganz anders agiert. Nach außen hat er gesagt, ja, wenn wir so bombig dastehen, ist es natürlich auch ein Resultat der herausragenden Arbeit unseres genialen Generalsekretärs Alexander Dobrindt. Ja, und für den Dobrindt war es auch ein gutes Jahr. Ich meine, letztes Jahr kannte den in Bayern kaum wer. Aber jetzt, der saß ja in dem Jahr pro Woche in 3 Talkshows drin. Ja, schaut doch ganz anders aus. Der hat sich schon sehr gewandelt. Ja, weil so Dobrindt letztes Jahr, der war schon noch sehr träge, phlegmatisch, lätschert, wie wir in Bayern zu sagen pflegen. Aber Dobrindt 2012, da sehen Sie bloß noch ein Brillengestell mit Anzug drunter. Ja, nein, der hat ja vor allem sauber abgespeckt. In den ersten 3 Monaten des Jahres hat der Dobrindt 20 Kilo abgenommen. Hat er voller Stolz, hat er dann ein Interview gegeben, hat er gesagt, ja, das war schon immer sein großer Wunsch, dass sich da die Körperfülle langsam dem Intellekt annähert.
und dass 2012 für Gesamtbayern ein bombiges Jahr war, das ist natürlich auch der sehr, sehr guten Mitarbeit der bayerischen Opposition geschuldet. Ja? Das wissen Sie ja selber, die bayerische SPD, die hat ja schon einige Jahrzehnte lang der Politik komplett verweigert. Und jetzt, 2012, war quasi Abteilung Attacke angesagt in der SPD. Wir haben jetzt auch einen neuen Spitzenmann gewählt, den Christian Ude. Das war der Wunsch der bayerischen SPD. Die haben gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, dann brauchen wir einen Spitzenmann, den niemand mit der SPD in Verbindung bringt. Und so landete man dann eben da beim Christian Ude. Wobei, er wurde erst dieses Jahr gekürt zum Prinzen sozusagen. Bekannt gegeben hat man schon so gegen Ende letzten Jahres ein bisschen. Und da hat er der Ude schon gar nicht mehr an sich halten können. Da ist er gleich rummarschiert im ganzen Land. Auf einmal war er in Aschaffenburg auf dem Stadtplatz, hat er gesagt, mei, schön habt ihr es da in Oberfranken. Und seit Ende 2011 bis Ende 2012 vergeht kaum eine Woche, wo nicht die Grünen dauernd sticheln dagegen. Ja? Immer tauchen irgendwelche Interviews auf von den Grünen in Bayern, wo es heißt, oh ja, also so sicher sind wir uns auch nicht, ob jetzt da der Herr Ude tatsächlich der Richtige ist. Der scheint doch ein bisschen zu sehr auf München fixiert. Aber wir bräuchten ja schon einen Spitzenmann, der einen bayernweiten Wahlkampf führen kann, so von Aschaffenburg bis Berchtesgaden. Ja, und die SPD war natürlich sauber genervt, wenn da die Grünen da Strom geben auf die Art und Weise. Und dann hat die SPD spätestens, wann war das, beim Parteitag in Nürnberg dann im Herbst auch mal im Ude ernstes Wort gesprochen. Die haben gesagt, hey Ude, jetzt komm, wir sind schon im Wahlkampf, jetzt häng dich rein. Nicht immer bloß München, da bis Berchtesgaden. Da hat Ude gesagt, ja freilich, gern, aber wo liegt denn das? Und dann, und dann hat aber der Ude seine Feuertaufe grandios geschafft. Ja? Weil das war die große Streitfrage, dritte Startbahn, Münchner Flughafen, ja oder nein? Weil der Ude hat ja am Anfang gleich gesagt, er tritt nur an, wenn die dritte Startbahn kommt. Die Grünen in Bayern haben immer gesagt, mit uns ist die dritte Startbahn auf keinen Fall zu machen. In jedem anderen Bundesland wäre das rot-grüne Projekt längst gestorben, bevor es richtig losgeht. Nicht so in Bayern, weil dann hat der Ude gesagt, du weißt was, kein Problem, dann streichen wir die dritte Startbahn und bauen dafür gleich die vierte. Schauen Sie, das ist auch... Das ist genau dieser pragmatische bayerische Ansatz, der immer dazu führt, dass Bayern am Schluss ganz vorne sein wird. Ja? Und diese Geschichte mit der dritten Startbahn, das sorgte dann in der CSU für gewaltig Unruhe. Da haben dann etliche zum Seehofer gesagt, hey Horst, hast du die Aktion vom Ude gesehen? Du, der wird jetzt langsam gefährlich. Da hat der Seehofer gesagt, hey Freunde, lass den Ude ein bisschen rumspinnen. Er hat gesagt, wart's noch, ich verspreche euch, der Tag wird kommen, wo sich für uns die Chance bietet, den Bayern, und zwar von Franken bis Altbayern, zu zeigen, wir sind die wahren Hüter des Vaterlandes. Und die Chance kam dann wirklich wie auf dem goldenen Tablett geliefert, und zwar die Geschichte mit dem Bild vom Albrecht Dürer. Ja? Albrecht Dürer, übrigens kein ICE, sondern Maler, wird oft verwechselt. Dürer, der war ja in Nürnberg aufgewachsen und jetzt wollte die Stadt Nürnberg zum 250. vom Dürer eine gewaltige Ausstellung machen. Wurde auch ein Riesenerfolg. Da nochmal Gratulation an die Stadt Nürnberg. Rekordzuschauerzahlen und so weiter. Und zu diesem Anlass hat man sogar aus der ganzen Welt tolle Dürerbilder zusammengetragen. Aus Fernost, aus Amerika und so. Bloß ein wichtiges Bild vom Dürer, das hängt in München in der alten Pinakothek. Und die wollte das nicht rausrücken mit dem sensationellen Argument, es könnte beim Transport beschädigt werden. Und da brach ja fast ein Bürgerkrieg in Bayern aus. Ja. Da ging ein Riss quer durch die CSU. Da haben dann Nürnberger CSUler gegen Münchner CSUler geschossen. Ja, elendes Separatistenpack, ihr zeigt wieder euer wahres Gesicht, ihr Gesindel da im Süden und so weiter und so fort. Ja. Der Ude hat dann auch noch Öl ins Feuer gegossen. Der Ude hat gesagt, wo soll das Bild hin? Nach Nürnberg? Auf keinen Fall. Das bleibt in Bayern. Und und dann ist der Seehofer vor seinem Mann getreten und hat gesagt, Freunde, habe ich es euch nicht gesagt? Habe ich es euch nicht gesagt? Der Tag wird kommen und der Tag ist jetzt da. Und jetzt lösen wir das Problem eigenhändig.
Und es hat dem Seehofer auch sehr gepasst, dass es da um das Thema Kunst ging. Es ist so, in jedem Bundesland hat der Ministerpräsident ein Spezialressort. Aber das ist in jedem Bundesland was anderes. Also in Bayern ist es Kunst, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel Formel 1. Und das einzige Bundesland, was davon ausgenommen ist, das ist Berlin, weil der Wobereit eben nachhaltig beweisen konnte, dass er eigentlich von gar nichts Ahnung hat. Und auf alle Fälle hat der Seehofer gesagt, Freunde, das Problem, das löse ich ja ganz elegant. Jetzt fahren wir mal in die alte Pinakothek und schauen Sie mal das Bild mal an. Dann ist er stolz reinmarschiert in die Pinakothek. Hat er gesagt, jetzt tut's mal den Lappen her. Ja, dann ist er so vor dem Bild gestanden. Irgendwann hat er zu seinem Adjutanten gesagt, sagt sie mal, wollt sie mich verarschen? Das ist mindestens 20 Jahre alt. Ich versuche der Welt da draußen klarzumachen, wie modern Bayern ist, da kommt sie mit so einem Klump daher. Spinnt sie oder was? Jetzt pass auf, wie spät haben wir's? Jetzt ist 3:30, ruft mal den Dürer an. Er soll 6 mal zu mir kommen. Dann reden wir drüber, ob er das übermalt oder ob er es komplett neu machen muss. Ja. Hat der Adjutant gesagt, ja, Herr Seehofer, ich glaube, der Herr Dürer ist längerfristig verhindert. Ja. Der Seehofer gesagt, ja, das hilft mir auch nichts, weil das Klump können wir ja nicht rumschicken. Schau doch hier, das bröselt doch schon auseinander. Na schau, da, wenn du ein bisschen hinkommst, da. Bist du auf der Leinwand. Ja. Das können wir doch unmöglich da irgendwo da rumschicken, geschweige denn über die A9 nach Nürnberg, solange der Ramsau besser die Schlaglöcher nicht zumachen. Ja. Da hat der Adjutant gesagt, ja, Herr Seehofer, aber wir brauchen trotzdem eine sehr zeitnahe Lösung, weil die Nürnberger Kollegen sind auch schon so sauer. Also wir brauchen auch ein Ergebnis, wo die wieder beruhigt werden, wo die auch ihr Gesicht nicht verlieren, weil wir sind ja doch schon mitten im Wahlkampf. Dann hat der Seehofer gesagt, okay, dann machen wir irgendwas, wo die Nürnberger auch gut dabei wegkommen, dann sagen wir gut, das Bild bleibt in München und dafür steigt Fürth in die erste Liga auf. Schauen Sie, und das war wieder mal ein typisches Beispiel, wie Bayern funktioniert. Egal, wie heikel und vertrackt eine Situation ist, es findet sich immer eine Lösung. Darum kann ich Ihnen jetzt schon sagen, für Sie alle in Bayern wird 2013 ein wunderbares Jahr werden, es sei denn, Sie verlassen dieses Land. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen 22 Uhr wieder. Auf Wiedersehen.